dass das alles, alle wissen sollten, dass irgendwie genetisch jetzt vielleicht so wissenschaftlich, aber uns irgendwie mit der Muttermilch mitgegeben worden ist. Meinen Sie das übernatürlich? Ich würde es noch allgemeiner formulieren. Die Religion, die Kirche, das Christentum hält die Gottesfrage wach. Und zwar so wach und lebendig, wie es unsere Familien nicht können. Also Erinnerung an etwas lebendig halten. Und ich meine die Gottesfrage durchaus in einem sehr ambivalenten Sinn. Da bin ich bei vielen Kritikern. Wo ist Gott im Leid der Menschen? Wo ist Gott im Krieg? Es gibt hier viele, die unter dem und unter anderen Momenten gelitten haben. Und die Erinnerung, das Gedächtnis daran bleibt nicht zuletzt, Sie haben ihn genannt, durch Jesus Christus und dessen Kreuz lebendig. Wenn Sie schon von Gott sprechen, laut einer IMAS-Umfrage von 2010, Februar, sagen 25% der Bevölkerung, sie glauben an den Bibelgott. Wobei 34% von der Gesamtbevölkerung an irgendeine höhere Macht glauben. Und 13% glauben an keinen Gott mehr. Also, was würden Sie jetzt davon ableiten? Dass die katholische Kirche oder Religion allgemein, oder dass die Menschen vielleicht schon eine Alternative gefunden haben, sich selber ihr eigenes Leben zu erfinden. Zu erfüllen. Der Kardinal König hat das, glaube ich, doch immer wieder sehr treffend auch dahingehend ausgedrückt, dass er gesagt hat, es gibt drei wesentliche Fragen für den Menschen, für alle Menschen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und was ist der Sinn meines Lebens? Und auf diese Fragen muss jeder versuchen, selber nach einer Antwort zu trachten. Und da gibt es verschiedene Angebote, die er aufgreifen oder liegen lassen kann. Ich denke, darüber können wir nachher noch weiter diskutieren. Wir haben jetzt einen kleinen Einspieler auf jeden Fall vorbereitet. Wir haben nämlich die Menschen auf der Straße gefragt. Unser Kamerateam war auf der Straße. Und wir haben dann mal gefragt, brauchen Sie die katholische Kirche als Institution? Bitte schön. Hallo liebe Leute, ich stehe heute hier in Wien vor dem Stephansdom, wie Sie unschwer erkennen können. Hier sind sehr viele Leute unterwegs aus aller Herren Länder, von denen möchte ich jetzt gerne wissen, ob sie die katholische Kirche brauchen. Nein, brauche ich nicht. Wieso nicht? Habe ich mich nie mit beschäftigt und spielt für mich auch keine Rolle. I like the Catholic Church as an institution, yes. I'm not a Catholic myself, but I like it. Why do you like the Catholic Church? Because I travel a lot and the Catholic churches are always open. You can always go in there, sit down, relax, have a good time. Ja, ich könnte ohne sie nicht leben. Wieso? Dann hätte ich nichts, worüber ich mich lustig machen könnte. Dazu habe ich keinen Kommentar. No, that's as an institution. Just as a monument, no, that's an institution. Why not? Because I am not... We don't practice a religious belief, so. Ich bin nicht gläubig und denke, dass jeder schlau Mensch Agnostiker sein sollte. Und deswegen brauche ich persönlich die katholische Kirche nicht, nein. Personally, yes. Because I think it's important that we have to, there's something more beyond our life here on earth. There's something beyond that, that we should believe in. Es gibt viele Menschen, die aber sehr fest an Gott glauben, auch sehr zur Kirche stehen. Was glauben Sie, wieso tun die Menschen das? Um irgendwie einen Halt zu finden. Denkst du, man braucht die Kirche, um an etwas zu glauben? Das glaube ich nicht, aber ich denke, es sind noch nicht alle reif dafür, das so zu akzeptieren. Und Sie sind überhaupt nicht religiös, haben Sie gesagt? Nein, nicht wirklich, obwohl ich mich nicht für allumfassend oder so halte. Das nicht, aber vielleicht gibt es was, aber jedenfalls mit der Kirche, sowohl mit der katholischen, evangelischen oder so, damit habe ich nichts im Sinn. Wo finden Sie Ihren Halt? In mir oder vielleicht dann eher in Therapien, keine Ahnung. An meine eigenen Moralvorstellungen. Und woher denkst du, kommen deine Moralvorstellungen? Ja, könnte man jetzt diskutieren, stundenlang, aber ich denke, von mir selbst, viel durch mein Umfeld vielleicht geprägt. In Österreich gibt es ja sehr viele Menschen, die eben nicht mehr der katholischen Kirche angehören. Viele von denen verstehen sich auch als Atheisten.
Denken Sie, dass ein Atheist ein erfülltes Leben haben kann? Nein. Wenn er zum Ende kommt, dann weiß er, dass es doch eine Stärke und einen Glauben gibt. Den gibt es. I think you can have a good life, but it will make your life more whole, deeper, give you more understanding of life, I think. Ja, jetzt haben wir den Beitrag gesehen. Wir haben leider nicht so viele Gläubige interviewen können, anscheinend. Also wir haben es probiert. Das Team zumindest, ich war nicht dabei, aber das sind die Leute, die wir erwischt haben. Also wir haben jetzt da nicht bewusst irgendetwas rausgeschnitten, weil es doch mehr auf die atheistische Seite gegangen ist. Shahid, du wolltest eine Frage. Da würde ich Herrn Billig fragen, da einer der Interviewten sagte, er kriegt seine Moralvorstellungen von seinem Umfeld, also er bezeichnet sich als Agnostiker. Woher kriegt ein Atheist seine Moralvorstellungen? Ja, unsere Moralvorstellungen, auch die der meisten Vertreter der katholischen Kirche, sind ja vom Umfeld geprägt. Die Moralvorstellungen haben sich entwickelt. Das war die Philosophie, das war die Aufklärung, das waren Diskussionen, das waren Theaterstücke, das war die Kunst, die sehr viel für die Aufklärung getan hat. Auch wenn Sie heute mit einem Christen sprechen, zum Beispiel, er wird die Sklaverei ablehnen. Weil die meisten Christen, die ich kenne, lehnen die Sklaverei. Also ich nehme mal in die Runde, lehnen Sie beide die Sklaverei? Ja. Das heißt, auch die meisten Christen vertreten ja Werte, die mit der Bibel vollkommen inkompatibel sind. Wieso ist das inkompatibel? In der Bibel wird die Sklaverei ausdrücklich gerechtfertigt. Und zwar im Alten wie im Neuen Testament. Aber als Historiker sollten Sie ein Stückel, glaube ich, Verständnis dafür haben, dass die Bibel besonders, da geht es in erster Linie um das erste, das jüdische Testament, das Buch des Volkes Israel, dass das unter ganz anderen zeitlichen Bedingungen war. Wir haben bis 1848, bis vor 160 Jahren die Leibeigenschaft in Österreich gehabt. Man darf sich nicht vorstellen, den Fehler begehen, dass die Bibel sowas ist, dass der liebe Gott auf die Erde geschmissen hat und das ist jetzt so gültig. Also es ist nicht das unfehlbare Wort Gottes. Die Bibel ist Gottes Erfahrung, die verschriftlicht wird, die gelebt wird. Und das habe ich auch in meinem Eingangsstatement gemeint, mit der Erinnerung wachhalten. Wir kommen mir schon ein wenig vor. Eine Frage zur Definition Gottes Erfahrung. Nein, Erfahrung mit Gott. Menschen machen Erfahrung mit Gott. Da ist Mose und erlebt dieses, das so beschrieben wird, dieses Erlebnis Gottes im brennenden Dornbusch. Das ist jetzt einmal ein Bild. Ja? Mhm. Und aus diesem Erlebnis, sozusagen, dass Gott einen Namen bekommt, nämlich ich bin da für dich und dein Volk, ich führe euch aus der Sklaverei hinaus übrigens. Das ist die Grunderfahrung des Alten Testamentes, die Befreiung aus der Sklaverei. Das natürlich institutionell, das vor 3.000, 4.000 Jahren, nun ja, so weit waren wir damals noch nicht. Also aber Ihrer Meinung ist dann die Bibel eben nicht das Wort Gottes, das den Menschen mitgegeben worden ist, sondern eine Aufzeichnung der Erfahrung mit Gott. Gott wirkt im Erleben, im Erlebnis, in der Vergegenwärtigung Gottes entsteht Gottes Erfahrung. Ja. Und die wird niedergeschrieben. Und die wird verbindlich, weil nicht nur sich einer das ausdenkt, nämlich der Herr Hurker oder ich, sondern weil das über Generationen kanonisiert, nennen wir das im Fachausdruck, verschriftlicht. Und sich bewährt hat in dieser Zeit. Und die Entwicklung, also es ist kein Fundamentalismus, dass ein Wort sozusagen einmal gesagt nicht wieder verändert werden kann, weil das natürlich auch im Zeitgeist gesagt wurde, in einem Kontext gesagt wurde, der der damaligen Erfahrung entsprochen hat. Das muss heute nicht mehr stimmen. Das heißt aber nicht, dass es beliebig sein kann. Die Erfahrung, die dahinter steckt, die kann heute auch gemacht werden und wird vielleicht anders ausgedrückt. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man mit der Bibel alles legitimieren kann. Denn mit der Argumentation kann ich jedes Buch hernehmen und sagen, das stimmt ja was. Ich muss es aus dem Kontext verstehen. Ich muss es aus dem Kontext mit der Logik. Das ist bei jedem Text so. Naja, ist die Frage, wie ich diesen Text beurteile. Ich kann auch meinen Kampf hernehmen und sagen, es muss aus dem Kontext heraus, es muss aus der Zeit heraus verstehen, den Antisemitismus. Auch die ganzen Herren, die im Nürnberger Prozess verurteilt wurden, das muss man aus der Zeit heraus verstehen. Das ist einfach ein klassisches Beispiel für Exegese. Das heißt, Exegese ist genau das Gegenteil von dem, was es eigentlich im Text darstellt. Was ist Exegese? Bibelinterpretation. Okay. Das heißt, und wir sehen auch die Auswirkungen dieses Textes, er wurde ja wörtlich genommen. Der Vatikan war letzter Staat, der Leibeigenschaft aufgehoben hat. Der Vatikan, es war die Kirche, die die Sklaverei legitimiert hat. Dieses, nein. Bitte, Entschuldigung, machen wir jetzt aber keine Geschichtsstunde. Also bitte, bei aller Sympathie, aber... Der Vatikan mag der Letzte sein, der das nominell abgeschafft hat, ja.
De facto weiß ich nicht, wie viele Leibeigene es im Vatikan in den letzten Jahrhunderten noch gegeben hat. Das sind so diese Schauergeschichten. Ich glaube. Entschuldigung, das war nicht Vatikan, das war der Kirchenstaat, genau gesagt. Na gut. Und der war groß genug für Leibeigene. Also zur Erklärung vielleicht. Kirchenstaat, also früher war der Vatikan jetzt 1870. Der Kirchenstaat umfasste ganz Mittelitalien, also im 19. Jahrhundert. Wurde dann erst durch eine Volksabstimmung in den aufständischen Italienern aufgelöst. Der Papst war dann wieder in die Engelsburg verfrachtet, sozusagen ein Exil. Und erst unter den Faschisten und der Mussolini hat den Vatikan wieder zurückgebracht. Das waren die Lateranverträge. Mhm. Also das Gebiet war ursprünglich viel größer. Es war nicht nur der Vatikan, den wir heute kennen, sondern es war ganz Mittelitalien. Also ein Teil von Italien, ja. Für unsere Zuseher, um das nochmal zu erklären. Jetzt ist der Vatikan ja noch immer eine Monarchie. Also eine absolute Wahlmonarchie, zumindest so wird es auf Wikipedia dargestellt. Es gibt ja zum Beispiel keine Gewaltentrennung. Der Papst ist ja das Oberhaupt sozusagen. Ist es dann noch zeitgemäß, da kommen wir auch gleich auf die Kirchenprivilegien, eine Organisation, die so Demokratie abgewandt ist, kann man sagen, in Österreich so zu fördern mit diversen Also Sie sollten zumindest wissen, dass Demokratie und Monarchie, wie wir wissen, auch jetzt und den großenartigen Diskussionen um den Tod von Otto von Habsburg keine Gegensätze sind, sondern das Äquivalent zur Monarchie ist die Republik. Ja? Jetzt kann ich den Papst als Monarchen bezeichnen, wiewohl er gewählt wird, also immerhin, und das halt eben auch schon seit 2000 Jahren. Wir sehen hier natürlich, dass Traditionen nachwirken. Allerdings auch hier wieder muss der Vatikanstaat, also als souveränes kleines Staatgebiet von, glaube ich, 40 oder was Hektar, getrennt werden von der Kirche. Der Papst kann als Oberhaupt der Kirche nicht autoritär tun und lassen, was er will, sondern ist an die Gesetze der Kirche gebunden, ist an in wichtigen Fragen an Synodale oder Konzilbeschlüsse gebunden. So einfach geht das nicht. Ja, Herr Urke, das sehe ich ein wenig anders. Und zwar, ich denke, dass wir natürlich hier sehr viel Änderungsbedarf haben, dass die, gerade weil Sie das angesprochen haben mit der Gewaltentrennung, ein ganz zentraler Punkt in der katholischen Kirche und sehr gut täte, würden wir diese Strukturänderung vornehmen. Und es ist leider so, dass sozusagen dem Papst alle Gewalt zukommt in der Gesetzgebung, in der Vollziehung und in der Gerichtsbarkeit. Und der kann sozusagen, wie es ja auch bei der Seligsprechung von Johannes Paul II. War, einfach ein Gesetz sagen, na, in diesem Fall gilt es aber nicht. Nein, das kann er. Ja, aber er kann und dann hat es nicht gegolten. Der konnte den Johannes Paul nicht selig sprechen, weil er es wollte und weil es so lustig ist. Aber er konnte sondern die Frist ohne weiteres verkürzen. Er hat Fristen verkürzt. Hat die Frist das kann übrigens verkürzt. Auch der Nationalrat, das passiert recht oft, wenn er Gesetze beschließt und es geht sie nicht das aus. Das kann das Gesetz geben. Entgegen dem Gesetz natürlich. Verkürzt er dann die Fristen. Natürlich. Aber das steht dem Gesetzgeber zu und der vereinigt das alles als oberste Instanz, ist an niemanden gebunden, braucht niemanden vorher einholen, zum Beispiel wie es in unserer Demokratie üblich ist, dass jemand auf einen Dreiervorschlag oder so irgendwie, das ist relativ sehr, sehr breit offen. Der lässt sich etwa bei Bischofsernennungen Vorschläge machen und entscheidet dann völlig daneben irgendjemanden anderen, das steht ihm alles zu. Das sind Situationen, die in einer demokratischen Struktur unverständlich und meiner Meinung nach auch unhaltbar sind. Also ja, das waren jetzt ziemlich harte Vorwürfe. Aber wer wollen Sie darauf antworten, Herr Kaplan? Ich bin jetzt sozusagen nicht dazu da, die alte Verwaltungsstruktur des Vatikans, die mir auch nicht so wahnsinnig geläufig ist. Ich war mal unten. Es gibt schon sowas und das muss man halt auch aus der Zeit verstehen. Der Vatikan hat den ältesten kirchlichen Gerichtshof der Welt. Ja, es waren die ersten, die Gerichte in der modernen Form etabliert haben. Die verunglimpfte Inquisition war das erste Instrument in der Neuzeit oder an der Wende, das versucht hat, mit Mitteln, die verschriftlicht waren, mit standardisierten und eben nicht willkürlichen Mitteln, Befragungen herbeizuführen. Bevor Sie mir jetzt ins Knack fallen, ich verteidige Sie deshalb nicht, sondern aus
aus der Zeit heraus, ja, wo der Herrscher, der Fürst, der Graf, wer auch immer, mit seinen Untertanen tun und lassen konnte, Folterung etc. etc. etc.